herzlich willkommen bei der Scooterstraube. Frohes Osterfest wünsche ich euch. Und ich bin gerade auf der Fahrt nach Udo und Erika. Jetzt möchte ich euch noch was zeigen, was mir aufgefallen ist, seit ich losgefahren bin. Mein Tacho funktioniert nicht mehr. Ab und zu kriegt er noch mal eine Drehzahl über die Welle irgendwie, aber mein Tacho, zumindest denke ich, die Welle ist kaputt, hat nach, was war das jetzt, 13, 14 Jahren den Geist aufgegeben, muss ich schon sagen, er hat sehr, sehr gut durchgehalten. Wieder. Irgendwie zeigt er jetzt aber irgendwas Wackeliges an. Naja, gut. Also man kann sich jetzt nicht mehr drauf verlassen. Jetzt spinnt er komplett. Wenn ich schon an den Tacho gehen muss, dann kann ich jetzt wieder auch gleich an den Bremsbeschalter gehen, weil den muss ich ja auch anlegen, auf der rechten Seite. Also für den Vordergrund. Wenn ihr jetzt auf den Tacho guckt, dann reagiert mal dann drauf, weil die Zahlen sind, glaube ich, nicht richtig. Auf jeden Fall, es ist sehr windig wieder, es ist gewölbt. Mit Glück klärt sich das Ganze heute noch ein bisschen auf. Mit Glück zumindest. Aber wir werden ja dann sehen, ob die Sonne. Seht ihr, jetzt ist der Tacho wieder weg. ja, das wollte ich dazu sagen. Also, man darf sich den Tacho nicht mehr verlassen. Soweit ich weiß, ist ein Tacho Pflicht. Stell dir vor, eine Reise dazu oder eine Schrittgeschwindigkeit werden muss. Ihr habt kein Tacho. Selbst in der Ortschaft. Das spielt dann keine Rolle in diesem Land. Soweit ich es weiß, ist ein Tacho Pflicht. Und wer auch so ein Tacho an Roller oder Moped dran war. Die Dinger sollten auch immer gehen.
Ja, was soll ich sagen? Wir sind bei Udo. Und Udo kramt jetzt mal seinen neuen Zylinder vor. Er hat nämlich für den Elisio einen neuen Zylinder besorgt. Von Naraku, ne? Natürlich! Von Naraku. Wir werden bei Gelegenheit wohl, wenn es dann soweit ist, den Zylinder auf den Elisio setzen. Ja, Udo sucht noch und ich warte erstmal. Bei mir herrscht Ordnung, ich weiß, wo alles ist. So soll's sein. So, Udo, dann zeig doch mal her, was du da Feines hast. 49 Kubik mit Kolben, alles. Klipse, mit Dichtung, alles. Alles dabei. Warte, ich nehme das mal zur Seite. Nur nicht, dass er runterfällt, das wäre schade. Ja. Jawohl, der sieht doch schon mal ganz gut aus. Kannst du auch da unten hinstellen, zur Not dann. Da kann es nicht runterfallen. Das sieht doch gut aus. Auf Deutsch gesagt, so schwer. Ja. Ja, das ist eben auch Grauguss trotzdem, ja. Ne? Ja. Aber meistens doch ganz anders verarbeitet. Komplett, das sind die Kolbenringe. Kolben. Ja. Sieht auch größer. Sind auch dicker, die Kolbenringe. Ja. Schauen wir gleich mal. Oh, ja. Okay, das war der. Der Bollo. Kolbenbolzen. Der darf ruhig oben bleiben. Ja, ja, der sieht doch der sieht doch schick aus. Ja, die Verarbeitung ist doch um einiges anders, besser, ja. Ne? Und der Zylinder. Ja, der ist auch ganz gut. Ist nicht die Spitzenqualität. Aber ja, da würde ich sogar sagen, da müsste man auch noch mal leicht nachgehen. Guck dir das mal an, Udo, da müsste man noch mal leicht nacharbeiten. Was eigentlich nicht sein sollte. Ja. Ja. Die Nebenkanäle und ne, die Strömer, ne? Ja. Ja, eine Nase. Ja, da sind mehrere Nasen, zwei, drei Nasen drin. Bisschen nacharbeiten trotzdem, also von der Qualität ist ja schon besser als die No-Name. Ja, wenn du hier rum reinguckst. Ja. Ja, vorhin war ich unterwegs und habe gesehen, mein Stecker für mein Mikro war nicht drin. Jetzt weiß ich nicht, jetzt werde ich das dann zu Hause sehen, weil dieser Stecker, den hatte ich nicht eingesteckt eventuell. Und jetzt heißt es, ich auf der Nachhausefahrt werde ich sehen, da werden wir Ton haben. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon vorher ab war, wo ich hierher gefahren bin. Das werden wir dann auch noch sehen. Ja, und das ist eben das Topcase, wo ich euch erzählt hatte, wo Udo und ich letztens zu Dirk rüber gefahren sind. Ja. Das ist das Topcase, das sieht gar nicht so schlecht aus. Nee, ist rein weiß oben, ja. Und hat aber auch, was war es? 48 Liter. 48 Liter. Also da geht schon, oder da passt schon was rein. Zwei Helme ohne weiteres. Na. Ja, Udo. Von hinten sieht das Topcase auch ganz gut aus, ne? Ja. Doch, also kann sich sehen lassen. War auch der einzigste mit der Farbe. Ja. Gab's auch von keinem anderen Hersteller. Nö, ist prima, also doch. Ordentlich, ja. Ordentlich. Doch. So.